Die Streamerin Shoyoka fährt ihre Cancel-Kampagne gegen linke YouTuber weiter. Aktuell ist Nemesis das Opfer, gegen das sie am meisten hetzt. Sie schreibt: Ich versuche seit Monaten, ein Gespräch mit einem Ansprechpartner von YouTube zu bekommen. Sogar befreundete Influencer haben das mittlerweile angesprochen, ohne Erfolg. YouTube fühlt sich nicht für den monetarisierten Hass auf ihrer Plattform verantwortlich. Also wenn Shoyoka kritisiert, dann ist das Hass oder wenn man sich über sie lustig macht. Naja, hier ist YouTube natürlich wieder getaggt. Hier bitte amerikanischer Großkonzern Alphabet, mach mal bitte was. Diese Leute hier kritisieren mich, weg mit denen, zensier die. Also man merkt hier, auf welcher Seite die Wokisten stehen. Die stehen auf der Seite des Kapitals. Wenn ich dann versuche, darüber zu schreiben, was mir widerfährt oder wie es mir geht, oder wenn ich Stellung zu wilden Anschuldigungen nehme oder auch nur wage, irgendetwas zu tun, dann sind das die Thumbnails und nächsten Videos auf YouTube dazu. Noch mehr Ableismus. Ja, wie gesagt, ich finde solche Ad hominem Angriffe auch nicht gut. Aber ja, du versuchst Kritiker zu sperren und verhältst dich da also wie so ein aufgescheuchtes Huhn. Was soll man dazu noch sagen? Das war jetzt wahrscheinlich schon wieder eine Pathologisierung, weil ich dein Verhalten mit dem von einem Tier verglichen habe. Oder eine Herabsetzung oder sonst etwas. Aber das ist ja nicht normal, was Shoyoka hier macht. Also, das kommt aus ihrer Woken-Ideologie. Auf all das bin ich ja in meinem Gespräch mit Nemesis schon eingegangen. Aber ja, was soll man dazu sagen? Schauen wir uns jetzt mal, was sie zu Nemesis schreibt. Könnt ihr euch an den Mimi, ich werde zensiert und habe gar nichts gemacht, Pia, ich will nur meine sachlichen Einordnungen nicht hören und lässt mich deswegen sperren, gut von gestern erinnern? Was passiert, wenn meine Kritiker mit Ableismus konfrontiert werden? Natürlich wieder twitch.de getaggt, wie man es von Shoyoka kennt. Hier unten wird sie dann noch bei YouTube Creators, YouTube, Twitch Deutschland und Twitch getaggt. Also hier bitte Großkonzern, zensier den mal. Ja, also sie verhöhnt hier Nemesis dafür, dass er sich über ihre Zensurversuche beschwert. Also was soll man dazu noch sagen? Bist du scheinbar Es ist irgendwie irre? Kindergarten. Naja, aber schauen wir uns mal an, was Nemesis hier angeblich so Schlimmes gesagt hat. Vielleicht Shoyoka sogar einen Punkt. Kann ja sein. Psychische Erkrankungen sind kein Witz. Es ist kein Humor, wenn man sich über Krankheiten von Betroffenen herzieht und einen Mob gegen Einzelpersonen anstachelt und diese als psychisch gestört framed. Es sind Ja, aber andere Leute als rechtspopulistisch oder sonst irgend oder als Hatefluencer zu diffamieren und dann einen Mob auf sie loszuhetzen, das geht. Denn genau das haben Shoyoka und ihre Woke-Cancel-Bande nämlich bei Nemesis gemacht. Und noch viel schlimmere Sachen haben sie ihm vorgeworfen. Wir haben ja eben auf einen Ausschnitt von Finessi reagiert, wo sie Nemesis wirklich übelste Sachen an den Kopf geworfen hat, selbstverständlich ohne sie zu belegen. sich Ableismus, es ist Diskriminierung, Monetisierung auf YouTube. Oder aber, es ist einfach so, dass selbst wenn du nicht psychisch krank wärst, die Scheiße aber ab, also du bist ja dann scheinbar psychisch krank, hast du ja gerade eben gesagt. Und man sagt, du bist doch irre, weil das ist kein Pathologisieren, das ist einfach deinem Verhalten entsprechend, bist du scheinbar irgendwie irre. Psychische Erkrankungen sind kein Witz. Es ist kein Humor, wenn man sich über Krankheiten von Betroffenen herzieht und einen Mob gegen Einzelpersonen anstachelt und diese als psychisch gestört framed. Es nennt sich Ableismus. Es ist Diskriminierung. Monetisierung auf YouTube. Also, Angriffe auf Shoyoka sind jetzt nicht mehr nur eine antifeministische Hetzkampagne, sondern auch noch Ableismus. Ja, wer kennt es nicht? Nicht mal über Shoyoka lustig machen darf man sich. Also diese Woke-Cancel-Bande, die verhöhnt ihre Opfer wirklich noch viel schlimmer, als das mit Shoyoka gemacht wird. Und die versucht, diese Opfer dann sogar noch zu zensieren. Aber das ist völlig in Ordnung. Also man merkt, nach der Moral kommt die Doppelmoral. Oder aber, es ist einfach so, dass selbst wenn du nicht psychisch krank wärst, die Scheiße aber ab, also du bist ja dann scheinbar psychisch krank, hast du ja gerade eben gesagt. Und man sagt, du bist doch irre, weil das ist kein Pathologisieren, das ist einfach deinem Verhalten entsprechend, bist du scheinbar irgendwie irre. Psychische Erkrankungen sind kein Witz. Es ist Ach so, das war's schon. Ihr habt's gerade gesehen, das war jetzt nicht so schlimm. Also, was hat Nemesis denn da jetzt Schlimmes gesagt? Also ich finde, er hat nichts Schlimmes gesagt, oder sollen wir uns jetzt nochmal anhören? Also, Shoyoka redet selbst über ihre psychischen Krankheiten. Und wenn sich Leute dann über sie lustig machen, rekurrieren sie darauf. Wie gesagt, das ist ein Ad hominem Angriff, sowas unterstütze ich nicht, sowas lehne ich ab, sowas kritisiere ich auch. Habe ich ja eben bei Jay Riddle auch gemacht. Aber meine Güte, Shoyoka macht tausendmal schlimmere Sachen mit anderen Leuten.
Und Kujoka geht gegen die Meinungsfreiheit, gegen den demokratischen Diskurs, gegen den freien Gedankenaustausch vor. Das ist viel, viel schlimmer, als sich über Shoyoka lustig zu machen. Zumal Shoyoka und ihre Woke-Cancel-Bande sich ja genauso über andere lustig machen. So, hier macht sich Shoyoka über Nemesis lustig. Ihr habt's gesehen. Wartet. Hier unten macht sich Shoyoka über Nemesis lustig. Mimi, ich werde zensiert. Nachdem sie ihn zensiert hat. Also Shoyoka fügt Nemesis einen Schaden zu, auch einen ökonomischen Schaden. In den 2 Tagen konnte er natürlich kein Geld auf Twitch verdienen. Und dann macht sie sich über den Schaden, den sie selbst verursacht hat, lustig. Also stellt euch mal vor, ihr tretet jemand anderem in die Eier und dann lacht ihr ihn später aus. Oder ihr seht einfach bei wem anderen, dass ihm irgendein Schaden zugefügt wurde oder beziehungsweise irgendeinen Schaden hat und lacht von der dritten Person drüber. Also ich finde das, was Shoyoka hier macht, moralisch, wie gesagt, ich moralisiere ja meinen Streams normalerweise nicht, moralisch finde ich das, was Shoyoka hier macht, zwar noch wesentlich schlimmer als das, was ihre Kritiker machen, aber wie gesagt, das ist eine moralische Bewertung, auf die Ebene wollen wir uns gar nicht zu lange begeben. An dieser Stelle ein Reminder, dass der 7-Stunden-Hass-Stream für den Kuchen-TV auf Twitch gebannt wurde, immer noch konsequenzenlos auf YouTube verfügbar ist und ihm Weihnachtsgeld einspielt. Ach. Ja, jede Kritik an Shoyoka ist was. Man kennt es. Kuchen-TV-Statement zu dem Hass-Stream. Es ist in YouTube so, es ist so erniedrigend und demütigend, dass er diese gesamte Situation immer noch ins Lächerliche zieht und verharmlost, während ich seit 11 Monaten in meinem Leben dafür reale Konsequenzen tragen muss. Ja, die reale Konsequenz ist, dass du kritisiert wirst, weil du halt andere Leute zensieren willst, weil du ihnen die Meinungsfreiheit nehmen willst, weil du dich somit zu einer Feindin des freien und demokratischen Diskurses machst, weil du feindlich zu Artikel 5 des Grundgesetzes stehst. Was soll man dazu sagen? Natürlich wirst du dafür kritisiert. Also hier Nemesis namentlich erwähnt, habe ich das erste Mal, als es darum ging, dass er meine VODs klaut und restreamt hat vor 2 Wochen. Wie kann ich es auch wagen, nach 11 Monaten was zu sagen? Ja, ganz einfach, Nemesis hat ihn nicht geklaut, das waren öffentlich verfügbare Streams. Und dass auf öffentlich verfügbare Streams in der Öffentlichkeit reagiert wird, damit musst du nun mal klarkommen. Also nach der Logik dürfte man auch nicht mehr auf Beiträge des ARD reagieren, die eben nicht mehr in der Mediathek auffindbar sind. Also es ist eine völlig bescheuerte Argumentation. Wenn du irgendetwas privat klären willst und er Privatnachrichten mit aufgezeichnet hätte, dann könntest du ihm jetzt natürlich einen Vorwurf machen. Sowas ginge gar nicht, aber er hat öffentlich verfügbare Streams bei sich gespeichert und darauf entsprechend reagiert. Du kannst nicht entscheiden, was von dir, was du in die Öffentlichkeit stellst, auf was reagiert wird und auch was nicht. Also das ist doch so irre. Also, was soll man dazu noch sagen? Jetzt verlinkt sie natürlich Tilted Fluster, einen der schlimmsten Hetzer aus dieser Walk-and-Cancel-Bande. Was soll man dazu sagen? Es ist komplett lächerlich. Die Frau ist eine Feindin der Meinungsfreiheit, des freien Diskurses, der Demokratie an sich. Diese Walkisten wollen uns unsere freie Meinungsäußerung verbieten. Sie wollen, dass wir am besten gar nicht mehr existieren. Sie wollen, dass wir verschwinden, dass wir uns ins Privatleben zurückziehen, dass wir uns politisch nicht mehr äußern. Das ist jetzt bei Nemesis so. Das ist aber auch im größeren Maßstab so, wenn sich Leute kritisch gegenüber dem Regierungsnarrativ äußern. Und hier sehen wir es auf ganz kleiner Ebene mit Shoyoka. Ich hatte es ja schon gesagt, in der Vergangenheit hat sich die Amadeo-Antonio-Stiftung, haben sich Bundestagsabgeordnete mit Shoyoka solidarisiert. Das ist mittlerweile auf eine viel höhere Ebene gehoben worden. Also Shoyoka ist, wie die meisten Burkisten, ein so Feind in unserer Freiheit, unserer Demokratie und allem, was dazugehört. Wir sollten uns solchen Leuten entgegenstellen, wo wir sie sehen.